Leute, Navikit, schön, dass ihr da seid. Und wir machen hier weiter mit dem Epic Game Maker MZ. Ja, also ich bin schon um einiges weitergekommen. Unter anderem habe ich jetzt hier unten noch etwas hingebaut. Dann habe ich noch das Uhrenrätsel endlich fertig bekommen. Wo wir dann auch gleich weitermachen werden. Ja. Dann habe ich sogar auch noch das eine oder andere noch gemacht, wie zum Beispiel Tag-Nacht-Wechsel und Regen. So, und ich würde mal sagen, wir widmen uns halt hier Ostturm. Grisip, hallo, wie geht's? Schön, dass du da bist. Und mir geht's an und für sich eigentlich ganz gut. So. Genau. Das hier ist ja dann unser sozusagen Feind hier auf der ersten Ebene oder beziehungsweise auf der ersten Insel. Ich habe auch die Story so ein bisschen, ja, umbenannt beziehungsweise ein bisschen verändert, aber im Grunde ist das eigentlich dasselbe. Falls ich heute so ein bisschen abweisend oder beziehungsweise was heißt abweisend, so ein bisschen daneben liege, dann entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür, weil ich muss nebenher noch über eine sehr wichtige Sache nachdenken. Also falls es mal irgendwann nochmal so sein sollte, dass ich dann sage, oder halt gar nichts sage, nehmt es mir bitte heute nicht übel. So, auf jeden Fall möchte der kleine Wicht hier ja noch etwas sagen. Aber wir sind am Anfang dran mit was zu erzählen. Bist du derjenige, der diesen Turm angegriffen hat? Was ich ja nur etwas witzig finde, ist, hier ab den Strich wird das nicht mehr angezeigt. Warum die das überhaupt so eingebaut haben? Naja, wer weiß. So, und er möchte sagen, hatten wir denn da als Bösewicht? Leonard Zombie? Nein. Okay, dass er hier ein Monster oder er hier ein Monster ist. Okay. So viel Auswahlmöglichkeit hatten wir ja gar nicht. Nun gut. Nehmen wir den hier erstmal. Da können wir den hier nämlich auch noch ändern. Hartkind, moin, wie geht's? Schön, dass du da bist.
Oh ja, weißt du, wie es ist. Schlechten Menschen geht's nie schlecht. Evil. Evil. Der hier. Der ist es. Genau, Unkraut vergeht nicht. Wobei, das passt irgendwie nicht. Die Hexe, der Hexerich. Man erkennt halt nicht, ob Mann, ob Frau. Muss erst nochmal gucken. Was hatten wir denn hier für einen Kampf? Gegner. Beim Einatmen gerade verschluckt. Na toll. Was ich sagen wollte ist, wir haben ja auch noch einen blauen Schleim jetzt mittlerweile. Warum ist eigentlich hier keine Musik an? Kleinen Moment bitte, das möchte ich ändern. Weil nur meine Stimme alleine zu hören, ist das so ein bisschen... So. Gleich haben wir auch Musik. Sehr schön. So, diese Hexe, warte mal. Tetsu irgendwie bla gedöns hat man doch. Hier. Weil das ist ein blauhaariger schwarzer Ritter, ne? Wir gucken einfach mal, ob wir noch was anderes finden, was jetzt gerade dazu passt. So ein grauhaariges. Hier. Das könnte übereinstimmen. Das ist schon eher weniger. Das ist ja ein schwarzer Elf. Nee. Ich habe hier nämlich auch neue Kreaturen mit drin. Hier die kleinen Schleimchen. Ach ja, so ein Zombie. Schneckchen. Sandslime, okay. Ja. Okay, den nehmen wir. 2000 Erfahrungspunkte, 2000 Gold. Außerdem möchte ich einen Supertrank von ihm getroppt haben. Aber auch nicht 1 zu 1, sondern die Chance steht 1 zu 5. So, den Angriff hat man ja auch schon eingestellt. Bei mir hier der Angriff etwas sehr
vage vorkommt. Das wäre ja dann genauso, als wenn du gegen einen normalen kämpfen würdest. Das müssen wir schon etwas spannender machen. Wir erhöhen hier alles, also beziehungsweise den Wert erstmal um 50. Magischer Angriff. Verdammt, ich habe vergessen, dass ich meine Kurzbefehle da drin habe. Und das um 40. Magische Verteidigung wird auch 40 werden. Ah ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Genau. So. Wenn wir quasi wir sollen diese Person heißen. Sieht so aus wie eine Sie, ja. Bibi? Nein. Es muss dann schon ein etwas bedrohlicherer Name werden. Bibi ist da so ein bisschen harmlos, das ist so ein bisschen. Voldemort ist doch nicht bedrohlich, das klingt wie ein Kind im Kindergarten. Wie wär's mit Shinova? So, wir müssen noch mal zu Schloss Destinea. Ja, war das okay.
Boom. Ja, Hammer. Du hast das Land angegriffen. Ist es unverzeihlich? Mach dich bereit für dein Ende. So. Gut, und danach soll nämlich der Kampf starten. Soweit ist alles schick. Vornehmen? Okay. So, hier brauchen wir jetzt einen Selbstschalter noch. Ja. Zur Selbstschaltersteuerung A. Haben wir hier auch. Damit zuerst diese Person hier dann verschwindet. Damit die dann quasi einfach weg ist und wir dann nach dem Event weiterreden können. So, ich möchte aber jetzt schon mal so ein bisschen testen. Kurz aus. Ich habe auch im Hintergrund so ein bisschen so einen Glockenschlag gemacht. Und das soll quasi symbolisieren, dass halt der Wecker geklingelt hat. Ich werde das jetzt nicht alles nochmal vorlesen hier, beziehungsweise ich werde es dann einfach vorlesen, wenn ich das Spiel auch selber spiele. Und gegebenenfalls die Demo rausgebracht habe. Weil ich muss nämlich auch nochmal was testen, ob unter anderem. Oh. Das ist auch neu. Na komm. Was ich auch erledigt habe, ist eine Overworld-Musik. Mensch. So, hier nehmen wir noch mal die 10 kleinen Tränke mit. Ich mag die Musik. Oh mein Gott. Das Legendäre. Ich sollte zuerst mit den Alten reden. It's dangerous to go alone. Kommt mir das so bekannt vor? So. Das legen wir auch gleich an. Was ich ja auch mit eingebaut habe, ist das hier. So, das ist ja unser erster Gegner. Ja, das ist was ganz Besonderes für uns. Verdammt, was ist das für eine Kreatur? So. Den haben wir fertig gemacht.
das Blöde an der ganzen Sache ist, wenn man das Spiel erstellt, weiß man, wo alles ist. Und weiß auch, wen man anquatschen kann und wen nicht. Na gut, eigentlich kann man hier jeden anquatschen, aber bei wem es Sinn macht, den anzuquatschen. So, jetzt haben wir nämlich die Quest hier auch schon abgeschlossen. Da haben wir auch nochmal Erfahrungspunkte. Also wir sind jetzt schon auf Stufe 3 und haben dabei nur ein Monster besiegt. So, das möchte aber nicht so bleiben. So, ich brauche nämlich noch den Heilzauber. Also hier in der Stadt kommt auch noch eine andere Musik hin, ne? So, neue Kleidung brauchen wir ja natürlich auch. Dazu nehmen wir die Lederweste mit und das Stirnband. Natürlich rüsten wir das auch gleich aus. Stufe 3. Da dürft man eigentlich... Oh, und schon haben wir die ersten Gegner. Und ihr wisst doch was? Wir flüchten hier erstmal. Und gehen in die Hauptstadt. Da gibt es nämlich auch was Neues, wo ich die Quest noch fertig schreiben muss. Die Musik ist klasse. Die hat was, ja? Da kriegt man doch gleich mal Lust. Kriegt man doch gleich mal Lust, so ein bisschen Abenteuer zu machen, oder? Halt, Moment, warte mal, haben wir jetzt die Quest schon abgeschlossen? Ihr habt es jetzt auch gesehen, es ist ein bisschen dunkler geworden. Und auf Mate. Ja. So, Level 4. Gehen wir mal zwischendurch schlafen. Jetzt kann es aber sein, dass es ein Bug ist, dass die Musik weg ist. Genau, jetzt nehme ich die Musik. Nee, doch nicht. So, als nächstes gehen wir einfach hier rein. Der soll Horst, die bleiben. Okay. Da können wir ja auch gleich mal die Quest hier oben testen. Oh, das soll nicht sein. Das muss ich dann noch ändern. Merkt, es wird auch immer ein bisschen dunkler. Die
Hier habe ich halt noch keine Monster. Hier kommen auch noch Monster hin. Ich habe hier auch noch nichts versteckt oder sonst irgendwas. Och nö, das geht nicht. Das muss ich auch nochmal verändern. Moment. Hier. Hier soll ein Durchgang entstehen. Und wie Charakter. Gut, schade, da können wir nämlich die Quest jetzt gerade gar nicht abschließen. Ah, Sazel, moin, wie geht's? Schön, dass du da bist. Jetzt haben wir nämlich schon einen Mitstreiter. Und zwar tut er quasi die Rolle des Priesters übernehmen. Das wiederum heißt... hier können wir ja erstmal nichts machen, wir haben nämlich zu wenig Gold. Hier geht's richtig kacke, das ist aber nicht schön. Was ist denn los? Erzähle mal. Achso, wir müssen ja auch noch das Buch lernen. Jetzt haben wir nämlich heilen. Der hat auch heilen und kurieren sogar. Und der hat sogar auch Waffensägen und Rüstungssägen. Ich weiß jetzt... ja, das kann ich. Hast du Urlaub genommen? Okay. Ja gut, aber bei so einer Sache hätte man ja auch ruhig krank machen können. Ja gut, aber wenn es nicht besser ist, zum Arzt gegangen, fertig. Ja, geht mir ja nicht anders, aber wenn es nicht anders geht... du bist derjenige, der Damage macht. Oha. Ja, da hast du aber eine nette Chefin erwischt. So, Angriff. Der hat doch auch starker Angriff, komm. So, einer weniger.
Was machst denn du so einen Scheiß? Das muss ich auch noch ändern. Dass man sich hier quasi unendlich Gold holen kann. So, du machst mal Kampf. Waffenaufstieg. Somit macht er nämlich mehr Schaden. Halt, warte mal. Rüstung und Rüstung. Er hat nämlich die Chance, doppelt angreifen zu können. Das heißt, er kann halt zwei Zauber machen. Oder kann halt zweimal heilen. Von mir aus auch zweimal sich in den Stab in den Po stecken oder was. So, 107. Ich finde es recht amüsant, dass er halt zweimal angreifen kann. So, 500 Rubies haben wir gekriegt. Können wir hier nämlich gegen den noch kämpfen. Die habe ich auch mal ein bisschen ausgedüngt. Waren bei weitem mal mehr gewesen. Razor, hallo, na wie geht's? Schön, dass du da bist. Und das schaffst du. Gut, hier muss ich auch noch mal ein bisschen ausdünnen. Genau. Augenstreicher, blendet. Ah ja, warum nicht? Muss ich aber so langsam aber sicher mal heilen. Nicht, dass mir der Kleine hier drauf geht. Ah nee, komm, greif mal an. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen mit Razor.
So, wir haben jetzt sozusagen einen weiteren Mitstreiter. Das heißt, Zweier haben wir jetzt. Ist überhaupt kein Problem. Ich weiß doch, du hast Schmerzen, du möchtest nicht. Wir haben hier sogar noch einen kleinen Mana-Trank. Alles gut. Alle sagen, reicht's. Ja, siehst du. So, wir greifen weiter an. So, die Def ein bisschen nach oben geschraubt. So lobe ich mir das. Und du machst mal einen schweren Angriff. 450. So, Magie hat er jetzt nicht mehr. Das muss er mit angreifen. Ja, das wird ja was. Du bist so richtiger Horschti, weißt du das? Stecken. Leuchtgeschoss blendet alle Gegner. Wir machen hier aber mal einfach einen Mehrfachangriff. Und 340 Erfahrungspunkte und 640 Rubies. Langschwert gefunden, Trank gefunden, Mana-Trank. So, danach soll nämlich hier auch noch ein Gespräch entstehen zwischen Askaroth und Priya. So, haben wir denn hier? Hier haben wir Mana-Tränke. Also mit Level 5 kriegt man den auch ganz gut runtergerockt. Man hat zwar so ein bisschen zu knabbern, aber man kriegt ihn runter. Und so möchte ich das ja auch haben, dass man quasi so ein bisschen was zu tun hat, so ein bisschen zu kämpfen hat, so ein bisschen nicht einfach nur die Taste gedrückt halten braucht oder kann. Oh na. Da war der Spawnpunkt etwas unglücklich gesetzt. Das war hier bei der Höhle. Genau hier. Und zwar unten bei der Mine. Den Spawner muss ich mal noch dahin setzen. Sehr schön. Aber ich komme auch runter, weil ich nämlich so einen kleinen Trick habe. So, als nächstes könnte man nämlich hier hingehen. Wir haben nämlich 1500 Rubies. Wir
könnte man nämlich hier das aufwerten. Dann geht man einfach schlafen. Also unsere Stärke ist erhöht worden. Und jetzt haben wir überhaupt keine Rubies mehr. Aber wir haben mehr Stärke. Und wir haben einen Ort zum Schlafen. Von ihm die Quest, die muss ich erst noch schreiben. Aber mir fällt da gerade noch etwas ein. Sie könnten wir vielleicht doch noch beenden. Genau. Aha, okay, da muss das hier nämlich auch noch weg. Machen wir auch gleich. Das ist halt das, was ich meinte. Ach herrje, hier ist auch ein Durchgang. Also ich finde, man sollte seine eigenen Spiele auch selber nochmal versuchen. Hier kommt natürlich ein Wii-Charakter. Huch! Also wir haben jetzt den Zauber Wasser erlernt. Genau. Wasser. Posti dürfte es nicht kennen. Priya schon gleich gar nicht. So, die Blume haben wir auch mit. Sehr schön. Posti! Der Horst, die bekommt eine ganz spezielle Quest. So wie jeder Charakter, der hier mitkommt, bekommt seine eigene Questreihe, um quasi den Charakter so ein bisschen zu beleuchten. So, hier haben wir nochmal 500 Rubies und 500 Erfahrungspunkte bekommen. Und die Blume, die ist jetzt hier draußen mit. Aber ich werde mit euch die 500 Rubies, die werden wir nicht lange haben. Naja, doch, wir behalten die dann doch mal noch ein bisschen. So, danach geht es los hier. Das ist übrigens die Burg. Und dadurch, dass wir ja jetzt einen schönen Zauber haben, kommen wir jetzt nämlich auch hier hin. Hier gibt es die Möglichkeit, erstmal alles zu stehlen. Das machen wir aber nicht. Dann können wir einfach raus oder wir können es ihm erklären. Ich möchte ihm das jetzt aber erklären. Okay, das muss ich auch noch ändern. Weil jetzt können wir einfach mal so die Schutzkammer raus, ja, hier einfach mal so ein bisschen beklauen. Das ist auch mit Absicht so gemacht. Es ist kein Bug.
Jo, wir haben ja jetzt so ein bisschen Silber. Verdammt, das muss ich auch noch ändern. Natürlich machen das nur Leute, die böse Absichten haben, ne? Ich meine, von euch weiß ich ja, ihr macht das ja nie. Einfach mal den König zu bestehlen. So, das habe ich auch jetzt verbessert. Ist schon 10 Angriff mehr. Man konnte sich schon ein bisschen was kaufen, aber nicht viel. Ich möchte ja auch, dass man sich nicht alles sofort kaufen kann. Es war ja auch langweilig. Oder was meint ihr? Es wäre doch einfach nur ein bisschen langweilig, wenn man sich alles sofort ohne zu farmen leisten kann. Ach ja, hier ging es da zu den anderen. Farm gehört dazu, genau. Jetzt steht übrigens hier die Wache. Das geht eigentlich. Ich dachte, es wäre länger gewesen. Hier habe ich auch noch einen Fehler drin. Ein Spieler berührt. Hier den Bereich muss ich auch noch kreieren. Das ist quasi das Schlafzimmer von den Eltern. Hier haben wir Madame und Madammerich. Oha. Mhm. Das habe ich mir jetzt gedacht. Jetzt hat sich das Spiel nämlich aufgehangen. Da müssen wir, wenn wir den anquatschen. Müssen wir nämlich noch etwas machen. Und zwar na, wo muss denn? Gruppe. Gruppenmitglieder ändern? Nein. Warte mal, wo haben wir es denn jetzt?
sonst kommt mir das immer wieder über den Hauf oder über den Weg gelaufen. Aber jetzt, wo ich es mal brauche. Das gibt's doch nicht. Ach hier, Gefolge versammeln. Genau, das müssen wir nämlich machen, damit wir das hier nämlich nicht zum Aufhängen bringen. Gefolge versammeln heißt eigentlich nur, dass die ineinander laufen. So, jetzt geht das hier nämlich weiter. Und er soll weiter Horon heißen. So. Jetzt haben wir nämlich 4 Leute mit. Jetzt steht eigentlich nur geschrieben, dass wir hier hin sollen. Sehr schön, das funktioniert auch, dass die hier einfach tot sind. Da muss ich auch nochmal drüber gucken, dass das nicht verschwindet. Raum zum Leveln. Sehr schön. Aber ich möchte ja an den Ganzen hier so ein bisschen vorbeirennen. Was mir ehrlich gesagt ein bisschen zu gut gelingt. Ich bin nämlich gerade eher interessiert an den ganzen Rätseln hier. Sehr schön, das funktioniert auch. Also man sollte dann wirklich auch noch leveln. So ist es nicht. Also wer nicht levelt, der ist dann selber dran schuld, wenn er nicht weiterkommt. Da muss auch noch ein Geräusch hin. Den Gegner hier muss ich auch wieder neu setzen. Weil der ist hier so ein bisschen in der Wand. Das kann man da eigentlich gleich machen.
Aha. Okay. Draußen. Durchgang. Ah, ich habe hier hinten vergessen, die Wand hier reinzuzimmern. Ja, das ist eindeutig eine Hexe. Wo ich den Namen nochmal ändern muss. Wachsames Auge. Naja, Augenstecher hat ja eben nicht funktioniert. Warum soll es jetzt funktionieren? Gut, Augenstecher funktioniert nicht. So, du machst mal Waffensegen auf Horon. Horon hat keine Spezialattacke. Verdammt. Warum macht denn der jetzt Schutz? Sehr schön. So, bis hierhin haben wir ja schon ein ganz solides Spiel, würde ich mal sagen. Naja, eine halbe Stunde spielst du jetzt schon so dran. Und ich weiß ja, um was es geht. Ich habe ja jetzt einfach alles geskippt. Wenn man das dann noch alles lesen würde und alles. Also so eine Stunde oder sowas bist du bestimmt hier dran. So, was wollte ich jetzt machen? Die kleinen Fehler haben wir jetzt schon ausgebügelt. Ach ja. Kommen wir immer noch nicht lang. Aber warum nicht? Was geht, alter Mann? Bist du am Testen? Ja.
Ich habe jetzt mal getestet, wie weit ich komme. Also das Spiel ist mit kleinen, aber feinen Bugs zwar spielbar. Und also es ist spielbar mit kleinen, aber feinen Bugs sozusagen. Allerdings ist man auch, wenn man nur durchrennt, paar 30 Minuten. Bist auch so ein Bug-Entwickler. Hey, Bugs entstehen einfach zwischendurch. Aber die meisten habe ich jetzt rausgeholt. Das Einzige, was ich dann halt noch machen muss, sind die Texte nochmal durchgehen. So, also bis Level 8 schafft man's. Aber ich finde, die Hexe, die war noch ein bisschen zu leicht zu killen. Also ich möchte ja, dass man ungefähr mit der Insel hier, also quasi, mit dem Gebiet hier bis Level 10 ungefähr kommt. Level 8 haben wir erreicht. Genau. Level 8 haben wir erreicht. So, Tetsu, du kleine Eumel. Maximale MP, nehmen wir auch mal 1500 rein. Machen hier noch eine Attacke mit. Ja, warum nicht? Einfach nur, um euch zu ärgern. Aber die kriegt schon Heilung 2. Bei einer Bewertung von 3. Wenn die nur noch 30% an Lebenspunkte hat. Also so zwischen 0 und 30, dann heilt die sich. Und das kann nämlich auch so ein bisschen zur Frustration führen. Was wiederum heißt, leveln, leveln, leveln. Ich meine, ich muss es ja ein bisschen schwerer mal gestalten, ja? Sehr schön. Da haben wir das nämlich auch. So, hier runterwärts, die Quest haben wir. Genau. Da widmen wir uns jetzt mal die Heldenstory. Damit wir die nämlich dann auch noch haben. Und danach werden wir rausfinden, was mit Priya ist, warum die auf einmal da war. So, er hat ja gesagt, nein, Quatsch. Er hat gesagt, wir sollen nach Taya gehen.
So, hier möchte ich einen Selbstschalter haben. Schaltersteuerung. Und zwar... E-Horsti-Quest. Horsti-Quest 1 übernehmen, okay. Die möchte hier nämlich dann auch eingeschaltet werden. Wobei, wartet mal. So. Wenn wir dann mit Horsti in Taya ankommen, möchte ich, dass hier ein neuer... etwas Neues passiert, sobald wir hier reinkommen. Ich habe mich schon gewundert, was hier so rumschleicht. Haben wir Horsti? Wie sah Horsti aus? Vergessen, wie Horsti aussieht. Das hier sind übrigens auch neue. Weil hier Priya ja dabei ist. Hier ist doch Horsti. Da haben wir ihn doch. Horsti war 3, glaube. Oder 4. Horsti war 4. Backslash. Lama auf. Ne, warte mal, N war's, glaube. Genau, N. Und eine Klammer. Ach ne, das ist keine. Das ist eine eckige Klammer. So. Genau. In Taya bin ich gleich zum. Gleich erobern. Ah, wir machen das so. Zauberin gegangen. Heute Forschungen. Einen neuen Zaubern machen. Genau. So, achso, halt, Moment. Hier möchte ich jetzt einen Schalter hier einen Schalter angeht. Hey, wartet mal, den können wir eigentlich auch für die Zauberin jetzt hier verwenden.
So, dazu machen wir ein neues Ereignis. Oh, wir haben hier sogar Hordi-Quest. Soll aber Horsti-Quest heißen. So, übernehmen. Wenn dieser Schalter an ist, möchte Horsti \n Klammer auf Iros Klammer zu. So langsam kenne ich die Befehle. Aufgefallen. Mal hier Umbruch machen. Auf dem Zettel sind Notizen. Beschrieben die Forschungen an einen neuen Zauber. Beinhalten. So, die kleine, nette Hexe. Die soll ja nicht verschwinden, die soll ja hier bleiben. Wo ist sie denn? Hier haben wir sie doch. Peebles hier, da ist er. Ich habe schon wieder vergessen, wie wir die genannt hatten. Die können wir ruhig Pipi nennen. Damit Hortkent auch ihren Namen drin hat. Hey, Horsti. Ach nee, warte mal, Quatsch. Hey, \n4. Ihr habt doch schon Horsti. Heuer. Ich bin da immer so ein bisschen mit Namen. Nee, tut mir leid. Ich habe hier
Ich habe hier nichts gesehen, was auf deine Beschreibung passt. Aber einfach nur aber was ich gefunden habe, sind viele Sachen, die Kunden den Taschen verlieren. Das Problem dabei ist, muss den ganzen aufheben. Ja. Aufheben, falls unten falls die Kunden es wieder haben wollen. Secret of Mana ist richtig. Und Hortkind möchte ganz gerne einen Boss-Battle machen. Wer macht alles mit? Maktus, moin. Wiederfinden. So. Pippi, komm her. Ist überhaupt kein Problem.
Viel Erfolg. Magdus, wie geht's dir? Dann möchte ich quasi, dass ein Selbstschalter A drüben hingefeuert wird. Hey, wartet mal, wir können ja eigentlich... Ja, ich hab's gestern hinbekommen. So, wir können eigentlich hier auch einfach sagen, Host Quest, geh aus. Dann kommen wir nämlich automatisch wieder auf die Seite. So, das übernehmen wir jetzt erstmal so. Hier habe ich nämlich auch noch einen Fehler reingemacht. Und zwar hier braucht man nämlich den Selbstschalter A. Magnus, ich habe sogar auch ganz andere Dinger schon wieder mit reingehauen. Genau, Magieladen. Und von hier aus möchte ich, dass die Host Quest weitergeht in die zweite Runde. Ich habe jetzt zum Beispiel auch nach einer gewissen Zeit, beziehungsweise nach einer unbestimmten Zeit, dass es anfängt mit Regnen, aufhört mit Regnen, einen Tag-Nacht-Rhythmus habe ich reingebaut und ja, das Einzige, wo ich noch nicht rangekommen bin, beziehungsweise was ich noch nicht geschafft habe, ist das mit dem kontinuierlichen Steigern von Miete. Ich habe das Spiel jetzt auch getestet. Effekte per Zufallsprinzip, ja. Also mal dauert es länger, es anfängt mit Regnen und mal nicht. Aber es wird irgendwann regnen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Tag- und Nachtrhythmus brauchst du ja nicht zufällig machen. Es ist ja eine bestimmte Zeit, wo das immer passiert. Und ja. Bringst du auch demnächst eine Demo von deinem Game raus? Da bin ich mal gespannt. Also ich habe es mal getestet, bis jetzt spielst du, wenn du nur durchrennst und alles skippen tust, ohne dass du jetzt hier irgendwas liest oder sowas, bist du bei ungefähr 30, 37 Minuten. So, Horsti, komm mal her. Aber nun gut. Magdus, wenn du willst, kann ich das dann auch hier spielen. Das ist überhaupt kein Thema.
Aber nun gut, ich... Ah ja, noch. In Bergen. Nördlich von Destinär. Das haben wir nämlich dann auch, nördlich von Destinia. Zwar möchte ich ja... ...das hier mit einbeziehen. Und er schickt uns quasi von hier nach da, nach da. Um... Ja, warum eigentlich? Das wird sich aber noch rauskriegen lassen, warum er das so macht. So, hier möchte ich auch noch etwas machen. Lasst mich mal überlegen. Wir machen erstmal die Quest weiter. Das wäre am sinnigsten. Wie gesagt, Magdus, wenn du möchtest, dass ich das Spiel spiele, dann sag mir Bescheid, lass es mir zukommen. Lass mir die Demo zukommen. Und dann spiele ich das auch ganz gerne hier mal. In den Ostturm mit reinstecken. Ich möchte das doch hier in Dungeon und weiteres. So, die Berge, die möchten ja auch ein bisschen größer werden. Mal 40. Ah ja, es wird ja wohl reichen. So. Als erstes möchte ich ein Bild einfügen. Ich werde meine erste Demo rausbringen, sobald die erste Insel fertig ist. Zwar nicht komplett fertig, also es wird dann auch einen Bereich geben, wo ihr nicht rein könnt. Weil das nämlich dann für das spätere Spiel wichtig ist. Und ja, da muss man sich wohl ein bisschen gedulden dann.
Brötchen, wie habe ich denn das jetzt gemacht? Ach ja, klar. Hier haben wir doch Bild. Einmal in der realen Welt und einmal in der virtuellen Welt, okay. Blue Sky. Ich glaube, ich werde das hier nehmen. Also quasi ab hier ungefähr. Deine Weltkarte mehrere Maps aufteilen müssen. Okay. Also quasi ab hier ungefähr muss der Hintergrund zu sehen sein. Oder kann der Hintergrund zu sehen sein. Weil hier unten, das ist ja dann nochmal extra. Das sag ich schon. Also quasi, ich mache hier einfach einen Strich. Es wurde halt quasi in. Ein und dasselbe Bild wurde zweimal hier niedergemacht. Also wurde zweimal hier dargestellt. Deswegen geht die untere Seite erstmal weg. Na gut, wenn du das einen. Ja, da musst du mindestens zwei von den Maps machen. So, weil das, was wir jetzt hier sehen, das ist ja weil hier hinten quasi auch das Meer ist, wenn man da auf den Berg rumkragelt, ist ja komisch, wenn man hier im Hintergrund dann auf einmal, keine Ahnung, Urstes Dickicht sehen würde. Nee, da sieht man schon so ein bisschen mehr dann. Ja, so ist das schön. So, alles klärchen. Jetzt müssen wir quasi anfangen. Hier einen Berg zu machen. Also ich fange meistens immer mit so einer Grundierung an. Also quasi hier unten möchte ich Gras haben. Heißt bam. So. Und je weiter höher wir kommen, umso weniger von dem Grasgelände wird es.
Unten ist noch so richtig schön üppig und grün. Wie gesagt, symmetrisch darf es nicht werden. Muss auch mal hier so ein bisschen ausstechen. Also sobald es symmetrisch ist, umso weniger natürlicher sieht das aus. In der Natur gibt es nämlich nichts Symmetrisches. Ja gut, doch. Vielleicht ein Apfel. Der gut gewachsen ist. So, ich möchte hier jetzt noch ein kleines Bäumchen. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Und hier schön zum Hochkrageln. Das ist schon der vierte Teil. Okay, wie heißt es denn? So, aber mir gefällt es nicht, dass es hier so eine Wand ist. Das wirkt unnatürlich. Deswegen versetzen wir das einfach mal so ein Stück nach hinten. Machen hier auch noch mal so eine leichte Kante rein. Fehlt noch ein kleiner Schatten. Und natürlich, wie kann ich denn den Boden vergessen? Ich, Dummerchen. So, da kommt dann nochmal der Schatten hin. Ja, mag das, wie heißt denn der? Das Spiel. So, jetzt möchte ich ganz gerne, dass es hier so ein Stück nach vorne geht. Genau. So. Huch. Limitierte Stückzahl herausgegeben, okay. Aber möchte man mit seinen Spielen nicht ein bisschen was zeigen?
Das heißt, ist da eine Limitation nicht ein bisschen kontraproduktiv? Brauchen wir hier noch einen Schatten? Hier auch noch einen. Was ist das denn? Okay. Wir hatten hier doch noch anderes. Machen jetzt mal freie Schnauze hier immer ein paar Wellen rein. Hat mir eigentlich gefallen, dass hier vielleicht schon mal so ein bisschen der Durchbruch von dem Berg ist. Sozusagen hier ist so ein bisschen der Kampf zwischen Rasen und Felslandschaft. So. Naja, das Spiel, das ist, also hier das, was ich jetzt kreiere, das ist ja eigentlich ausschließlich auch nur für meine Community. Klar würde ich mich freuen, wenn ich quasi damit so ein bisschen Werbung für meinen Kanal machen kann. Das möchte ich ja auch nicht sozusagen außer Acht lassen. Ich meine, in dem Sinne, man würde lügen, wenn man sagt, okay, man möchte nicht irgendwie so ein bisschen Ruhm und Anerkennung bekommen. Das ist genauso mit dem Stream. Ich meine, in dem Sinne. Klar, ich würde auch für eine Person streamen, so ist es nicht. Aber im Großen und Ganzen wünscht man sich ja dann doch schon so ein bisschen, vielleicht könnte man ja doch was, oder beziehungsweise vielleicht könnte man ja doch ein bisschen bekannter werden. Moment, hier gehe ich mal noch etwas höher. Es wird ein höherer Berg. Der quasi hier mit einmündet.
das war jetzt falsch. Ja. Genau. Ist hier rüber. Du bist dahin. Ich möchte... noch ein Stückchen weiter vorne ist, wie der. So. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, dass es immer so aussieht, als ob das hier zwar nach vorne wegguckt, aber dass das hier dann einfach so, ja, das ist dann so mit eingearbeitet. Es ist halt nicht irgendwie so Tiefe mit drinne. Die könnte man ja dadurch vielleicht noch mit reinbekommen. So ein bisschen. So. Ah ja, doch, so könnte es was werden. Vielleicht noch eins weg. Magnus, ich habe... Entschuldige, das war jetzt ein bisschen weit weg. Ich habe von Nintendo und PlayStation alles hier. Dann was für ein Game? Kann das sogar dann auch auf der 5 spielen. Aber muss man da nicht irgendwie extra zahlen für sowas? Kostet das nicht? Nee, ich meine jetzt das auf die 5er zu modeln oder modeln zu wollen. Weil ich weiß, dass es auf Steam, wenn man versucht ein Spiel auf Steam hochzuladen, dass das $100 kostet.
hier noch? Ich hoffe, das sieht so ein bisschen aus wie ein Berg, wenigstens. So, dann kann man hier nämlich gleich nochmal so. Ich mache mal das hier noch zu. Hier müssen wir auch noch einen Pfad nehmen. Also das Raufstellen bei PlayStation ist kostenlos. Okay. Warte, bei PlayStation hätte ich das nicht gedacht. Oh, hier die Kanten, die muss ich noch verschönern. Falsche Textur. Und hier geht ja noch ein bisschen Gras nach oben. Okay. Ich glaube, ich habe alles erwischt, oder? Ja. Das Einzige, was ich brauche, ist jetzt hier oben noch ein Ausgang. Ja, wir mal so einen kompletten Apparat. Setzt den da oben so drauf. So, aber hier fehlen ja noch Deko-Sachen, wie zum Beispiel. Ein paar kleine freche Büsche. Genau, so. Dann ein paar Blümchen. Blumen dürfen nicht fehlen, ganz wichtig. Damit wir das hier so ein bisschen. Aber ich habe eine Idee, damit das nicht so karg aussieht, hier oben so gedroschen aussieht, werden wir hier so an dem Rand, damit der Übergang so ein bisschen anders aussieht. Okay.
gesagt, ich möchte das einfach nur hier so ein bisschen verdecken. Weil ich finde die Kanten so ein bisschen ekelhaft. So, weil wenn das hier so ein bisschen raussprießt, ist das vollkommen okay. Man möchte ja auch noch erkennen, dass es hier so ein Übergang ist. Ja, wie gesagt, ich muss mal gucken, ob ich das dann spielen kann oder nicht. Beziehungsweise, wie ich das dann zum Laufen kriege. Der versucht es nämlich auch schon so ein bisschen... die Weltherrschaft an sich zu reißen, beziehungsweise den Berg zu übernehmen. So ein bisschen, ja, getrockneteres Gras. Ach kommt, warum denn nicht? Schaut mal, hier kann man nämlich auch noch nebenher mal ein paar Ranken dran machen. Sieht bestimmt auch sehr schön aus. Was? Mist. Auch Mist. So, hier oben hat sich auch eine Ranke dran versucht, aber kläglich gescheitert. Selbst hier. Oh, die hat sich schon sehr hoch gearbeitet gehabt. Aber leider auch verdorrt. Wobei, warte mal. Also zwischendrin hat es mal noch ein paar Blümchen, beziehungsweise ein paar Blätterchen. So. Oder. Nee, warte. Am Anfang. Am Anfang und am Ende. Hat die so kleine Blätterchen noch. Und dazwischen. Die wird einfach nur absterben, denke ich. So. Ach ja. Also, ich muss sagen, mir gefällt's. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber ich find's schon ganz hübsch. Unsere kleine Berglandschaft. Genau. Unsere kleine Berglandschaft. So. Da möchte ich nämlich, dass wir einmal hier einen Riss haben, wo wir rein können. Und hier geht. Eine Treppe nach oben. Dazu brauche ich nochmal hier sowas. Bam. Und sowas. Bam. Hihi. So, diese Treppe geht nämlich dann hier zu so einer Höhle. So, dann haben wir hier oben noch zwei Höhleneingänge. Und hier haben wir noch einen. Also quasi hier ist ein Ausgang.
möchte ich aber... dass das hier gar nicht so massiv ist. Nehmen wir hier noch ein Stück weg und hier... Weil das hat nämlich gleich einen Grund, warum ich das machen möchte. So ein Stückchen hoch. So, dass das hier nämlich extra was ist. Das gefällt mir noch nicht. So. Eigentlich kann ich das ja mal so kopieren. Besser. Also quasi, dass das wirklich dann aussieht wie so eine Art Berg. So. So, hier auch noch mal so einfach nur so mehr Schein als Sein. So. Machen wir das nämlich so rum. Ich meine, ich bin ja kein Künstler, also, aber ich finde das schon ganz nett. Und da in die Ecke. Ah ne, kommt, wir machen es dahin. Was sagt denn ihr zu meinem Berg? Sieht man es als Berg? Kann man das als Berg anerkennen? Oder ist es eher so ein netter Versuch, aber ist es nicht deine Stärke? Ehrlich? Nee. Ja, ehrlich. Vielleicht noch? Hier vielleicht noch so ein bisschen nach hinten. Oh, oh. In die Ebene.
Hier fehlt noch ein Schatten. Hier brauche ich ja keinen Schatten hinmachen, das wäre ja Quatsch. Hier muss noch einer hin. Don, vielen Dank für deinen Raid. Wie geht's dir? Wie geht's deinen Leuten? Hoffe, dass du einen NPC nach mir benennst? Nö, also nach jedem. Also wirklich, nach jedem benenne ich einen NPC, außer bei dir. Natürlich sollst du auch einen NPC bekommen. du hast Returnal gespielt? Okay, was ist das? Anstrengend. Okay. Das Rocket League für die PS5. Ach so. Ja, gut, das ist ja nicht so meins. Aber ich bin mal ganz ehrlich gespannt, was Magnus jetzt gleich schreibt. Der wird mich bestimmt auseinandernehmen. Also ich hab's jetzt mal getestet, die Magnus, ich bin kein Mapping Bro. Bei mir ist es erstmal, dadurch, dass es ja mein erstes Spiel ist, was ich mache, bin ich erstmal froh, dass man überhaupt erkennt, dass es überhaupt ein Berg sein soll. Und mit solchen richtigen Bros kann ich mich nicht anlegen, beziehungsweise kann ich nicht sagen, okay, ich kann das so machen wie so ein Bro. Wenn ich den RPG-Maker gerade mal vielleicht 2 Wochen, 3 Wochen habe. Und das hier sind ja so ziemlich die einzigen Vorlagen, die ich habe. Du musst wieder weg, Arme entspannen. Jo, alles klar, Don Crime. Vielen Dank nochmal für deinen Raid. Bis denn dann, alles klärchen. So. Aber ich denke mal schon, dass man erkennen kann, dass das ein Berg sein soll. Da muss ich. Das hier könnte ich. Warte mal auf mit dem Schatten. Das könnte ich machen, aber ich finde, das passt nicht. Das wäre dann zu einer Ruine passend.
Blätter würden auch nicht passen. Was ist das? Wie gesagt, mit einem Profi, also mit so einem Mapping-Profi, brauchst du mich nicht vergleichen. Das werde ich auch nicht sein. Ich meine, ich habe hier schon ein paar neue. Hier könnte man ein paar Steine haben. Das hier habe ich jetzt quasi. Und da muss ich das hier noch mit einfügen. Aber hier habe ich doch Bäumchen. Ich möchte ja, dass es hochwärts immer karger wird. Weil auf dem Berg wird es ja auch immer karger dann irgendwann. Das hier. Gut, hier haben wir ein paar Steinchen, die man mal so ein bisschen verteilen kann. Ich könnte hier zur Not auch noch sowas reinwamsen, aber meine, solche Steinhaufen will ich nicht reinpacken. Das sieht nicht natürlich aus. Ich kann hier einen Spinnitz reinwamsen. Sehr schön. Hey du Sack, mach hier wieder. Ups. So. Aber die Risse, die sieht man halt nicht so großartig. Ich kann das halt nutzen, damit das halt ein bisschen anders aussieht. So, da hinten vielleicht so eine kleine Höhle, wo man aber nicht rankommt. Nee, das wird zu viel.
Aber hier so ein kleines Mäuselöchlein. Das kann man doch mit einbauen. Mit Eis, okay. So, und noch einmal hier die Steinchen. Hier nochmal noch ein bisschen verteilen. Es möchte ja auch irgendwo so ein bisschen Sinn machen. Das könnte einfach nur hier so weggeplatzt sein. Weil sie einfach nur so runtergebröckelt ist. Das weiß ich noch nicht. Das muss ich dann erst noch gucken. Ich suche aber gerade noch was anderes. So, immer so vereinzelt noch so ein Bäumchen. Also Vögel habe ich meines Wissens nach nicht. Naja, das müsste jetzt reichen, weil zu viel ist auch scheiße. Die Risse, die sieht man halt nicht so wirklich. Man kann sie zwar wahrnehmen, aber so großartig fallen die nicht auf. Das habe ich, den Teleporter habe ich auch noch nicht gemacht. Das ist ja jetzt einfach nur Mapping. Das ist ja nur quasi erstmal gucken, wie ich das hier baue. Genau.
Aber so an sich gefällt mir das schon ganz gut, ja. Das können wir so lassen. Also im Prinzip kommen nur hier unten Teleporter hin. Und hier oben muss ich dann mal gucken, wie ich das mache, dass es quasi dann auch Sinn macht, dass es da nicht weitergeht. Oder beziehungsweise ich mache hier halt auch Teleporter hin. Aber zu einem Gebiet, wo du halt nicht weiterkommst. Hier oben sollst du ja eigentlich gar nicht drauf kommen. Also ist das hier oben eigentlich relativ Wumpe. Das ist eigentlich wurscht. Berginnen. Okay, ich möchte jetzt quasi Etage 1, Etage 2, 3 und 4. Also muss ich jetzt hier was bauen. Das passiert, wenn man das Falsche nimmt. Ich wollte das hier doch nehmen. So, das soll jetzt auch nur ein Berg werden und keine Mine oder sonst irgendwas. Eine Glitchstadt, geil. Ja. Passiert halt. Erstmal hier unten der Eingang. Nein, habe ich nicht. Das bleibt jetzt so. Das heißt, Olaf und bleibt so. Und wohnt jetzt hier. Weil nach unten muss ich hier mal noch. Ach ja, na klar, warum denn nicht? Ja, passt schon, passt schon. So, jetzt brauche ich noch einen passenden Boden. Kann man so lassen, ja, doch. Das passt schon. Natürlich habe ich es wieder normal gestellt. Gut, was mache ich noch?
Erstmal eine Treppe dann, die hier hinten hinkommt. Bewacht von einem Bösewicht. Spieler übertragen. Nicht, dass ich es vergesse, deswegen mache ich das gleich. Hier machen wir noch Durchgang rein. Spielerberührung. Und dahin. Übernehmen. So, wir testen das jetzt mal gleich. Ich muss das eins runterziehen. Muss ich das nämlich bei den anderen auch machen? Das ist okay. Eins runter. Sehr schön. Das funktioniert doch. Was hätte ich anders lösen können? Das hier? Okay. Ja, hätte man machen können. Aber was habe ich da, oder was mache ich dann, wenn ich da so eine quasi so eine Spalte habe, wie hier zum Beispiel, wo ich da halt nicht drauf treten will. Hier kann ich nämlich drauf treten, das finde ich nämlich ein bisschen doof. Da kann ich ja eigentlich auch was dahin machen. Wie zum Beispiel einfach nur so ein Event. Dann kommt man da nämlich auch nicht mehr drauf. Also jetzt komme ich noch drauf, weil es nämlich nicht umgestellt hat, aber... Da müsste ich mit Eventen arbeiten. Also noch mehr mit Eventen arbeiten. Habe ich ja schon hier Durchgang. Mal auftreten. Also Durchgang habe ich ja hier schon erstellt. Dann kommen wir ja nicht drauf, was ja eigentlich schade ist.
Aber ich finde das witzig. Die Musik finde ich gut. Die gefällt mir. Also wie gesagt, eine halbe Stunde ungefähr spielst du jetzt momentan hier dran. Ja, du kommst, wenn du von der Seite her drauf trittst, kommst du auch in die Höhle rein. Das weiß ich, dass man das umstellen kann. Könnte ja jetzt mal anfangen mit regnen. Ich will euch das nämlich. Auf jeden Fall seht ihr das, dass es langsam dunkler wird. Bloß das mit dem Regen lässt gerade auf sich warten. Und so, also mit Tag und Nacht öffnet sich noch viel mehr für mich. Unter anderem kann ich das auch einstellen, dass nachts andere Gegner kommen wie tagsüber. Oder vielleicht sind nachts die Häuser geschlossen. Zumindest die Geschäfte. Oder vielleicht begegnet man nachts auch irgendwelchen Geistern. Sozusagen die Geister, die ich rief. Ja, da muss ich mal noch für mich selber im Klaren werden, was ich mit dem Tag- und Nachtrhythmus mache. Jetzt ist es wieder ein bisschen heller. Das müsste auch irgendwann mal anfangen mit Regnen. Ich möchte ja nicht, dass jetzt alle 5 Minuten Regen kommt. Das möchte ich ja auch nicht. Ah, da fängt's an mit Regnen. Und ja, ich habe da ein bisschen gesessen, ehe ich das hingekriegt habe. Ja, das hat aber was mit Parallaxing oder so zu tun, oder?
So. Auf jeden Fall habt ihr das jetzt gesehen, dass es auch regnet und Nacht wird. Alles durch Events möglich. Ja, wie das geht, das weiß ich aber noch nicht. Da müsste ich gucken. So, da kommen wir jetzt nämlich auch da rein. Das ist das, was mich auch so ein bisschen nervt. Hier funktioniert das nicht. Aber warum funktioniert das dann hier? Mit was hebel ich das aus? Das ist der Riss, ne? Warum kann man denn auf den Riss? Ach, hier wegen. Ich habe hier den Riss hier quasi unten mit hin. Und wenn man das da unten mit hin baut, dann kann man ja über alles drüber laufen. Das muss man erstmal machen. Mhm. Nein, danke. Weiter. Ja, man muss aber erstmal drauf kommen, dass man den Riss, dass das der Riss das ist. Das ist ja das, wo ich manchmal so ein bisschen drüber nachdenke, okay. Warum ist das jetzt so, wie es ist? Weil ich an den blöden, zum Beispiel an die blöden Risse oder sonst irgendwas nicht denke. So. Aber wir werden dann das nächste Mal hier weiter dran bauen. Weil wir haben es schon 19 Uhr. 18:53, ehe man da noch mit der Battle Royale durch sind und ich jemanden gefunden habe zum Raiden, haben wir es auch 19. Wer bei der Battle Royale mitmachen will, schreibt jetzt irgendwas in den Chat, egal was. Ja, und es wird wahrscheinlich ein Duell. Ja, dann viel Spaß, ihr zwei, bei der Battle Royale. Ich bedanke mich schon nochmal bei Don Crime für den Raid. Außerdem bedanke ich mich bei jedem Einzelnen, der hier mit zugeschaut hat. Egal, ob aktiv im Chat oder im Lurk. Jeder ist hier witzig. Wichtig. So.
Oh, da gab es ein Limit ab. Und Magnus hat gewonnen. Glückwunsch dazu. Wir raten heute das Metal-Kätzchen. Ich würde mich freuen, wenn ihr drüben nochmal mit reinschaut und ja, einfach mal Hallo sagt oder sonst irgendwas. Morgen weiß ich noch nicht, ob es einen RPG Maker weitergibt oder ob ich da Valhalla weitermache. Muss ich da mal gucken. Hab ihn zur Salat verarbeitet. Ja, Magnus, das sah aber auch sehr, sehr enge aus. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn er mit drüben vorbeischaut und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ja, morgen 16 Uhr sehen wir uns wieder. Und ja, dann macht nicht mehr so dolle. Ich bin weg und sagt Tschüss, bis dann.